So, ich mache noch mal kurz einen Stream an heute, weil ich wollte eigentlich mit Klaas die Sache noch klären, IC, das Gespräch. Denn heute Abend bin ich nicht da und wenn alles so weiterläuft, werden wir wahrscheinlich morgen schon wegfliegen. Mal gucken. Aber ich möchte es halt vorher noch den RP-Strang durchziehen und deswegen bin ich jetzt noch mal kurz rein. Mal gucken, wie lange das dauert. Wird kein langer Stream, sage ich euch gleich. Ja, mal gucken. Ich schalte schon mal rüber. So, betrunken sind wir nicht mehr. Das können wir gleich mal ändern. Okay. So, Klamotte. Okay. Diese Leute sind überhaupt auf, 22 Leute sind auf dem Server. Okay. Der Alkohol dreht noch? Wieso habe ich noch Alkohol? Was war das? 632, oder? Okay, jetzt müssen wir wieder in die Rolle reingehen.
Wollen wir nicht so viel schreiben? Ist das so viel? Ich glaube nicht. Moin Battlestar, Grüße. Ja, ich weiß nicht, warum die Animation noch da ist vom Betrunkensein, also vom Alkohol. Die ganze Nacht geschlafen. Wusste nicht, dass das mitgenommen wird. Kann er, ja, war keine Ahnung. Dass das denn jetzt einfach weitergeht. Naja. So, jetzt kommt gleich Lars. Jetzt müssen wir wieder richtig wieder reinkommen. Oh, das wird jetzt. Ich bin saui. Richtig saui. So ist immer Saui. Jetzt mache ich das mal wie Luna. Die steht auch immer so da. Kopieren wir jetzt einfach. Ja, Minchen, das willst du dir nicht entgehen lassen jetzt, wa? Ich brauche andere Musik, warte mal. Ich weiß, was ich mache. Zeit. Grüße, Klaas. Komm, wir gehen in den Garten. Ja. Kannst du mal kurz was sagen? Ja. Ah, okay. Ist mich, was? Ja, alles gut? Vielleicht solltest du noch mal einen Hustenbonbon nehmen. Was? Besser jetzt? Nee. Shit. Klingt sehr kratzig. Ah, ich glaube, ich muss mal kurz ein Powernap machen. Warte mal kurz. Ja. Ich gehe hinter den Garten, komm dann hinter, gell? Alles klar, ich komme dann hin, ja. Klingt schon gräuslich. So möchte ich das Gespräch nicht führen.
Mann, diese Animation, wann geht das weg? Und jetzt kurz vor Serverende gehe ich das erste Mal so früh rein. Ich war noch nie so früh im RP wie heute. Das früheste war, glaube ich, mal 16 Uhr oder 15 Uhr, glaube ich, mal war das früheste. 15 Uhr, glaube ich. Aber so zeitig war ich noch nie drin. Klar, ein bisschen Soundprobleme anscheinend.
Jetzt kommt er. So, ich glaube, jetzt ist es besser, ne? Nachdem ich Hustenbäuchchen genommen habe. Jetzt ist gut, ja. Ja. So, Klaas. Was denn? Na, du wolltest mit mir reden, oder? Nee, du hast gesagt, wir reden dann nochmal drüber, über die Aktion. Naja, stimmt. Das war oben auf der Terrasse, ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass ich sauer bin, oder? Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, aber irgendwie, ja, vielleicht. Also ich fühle mich halt ungerechtfertigt zum Buhmann gemacht, ehrlich gesagt. Weil immer, wenn es dazu geführt hat, dass ich zwischen euch vermittelt habe und da habe ich auch ihr Sachen erzählt, die du mir erzählt hast und andersrum habe ich dir Sachen erzählt, die sie mir erzählt hat, um ein bisschen zu intervenieren, damit ihr auch mal den Standpunkt des anderen klar verstehen könnt. Und es immer dazu geführt hat, dass das dann aus euch wieder was geworden ist, immer wenn es gekriselt hat, wie das eine Mal, als du sie da stehen lassen hast, da war das dann alles recht und jetzt, wo im Endeffekt sowieso schon alles auseinander war, ich hätte mich vielleicht besser ausdrücken sollen. Das kam wahrscheinlich so rüber, dass du mir das erzählt hättest. Ich im Prinzip hätte ich schreiben sollen, so dass es meine Einschätzung wäre, dass du wohl nichts dagegen hättest, wenn aus euch irgendwas wäre. Das habe ich so, glaube ich, nicht richtig formuliert. Deswegen dachte sie, das wäre halt direkt, also. Weißt ich du, weiß, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber. Gut, ich habe draus gelernt, ich werde mich da nicht mehr einmischen, gar nichts, bei niemandem mehr. Ne? Dann, pass auf, Klaas. Wie gesagt, also, ja. Du wusstest ja, wie nah ich dir stehe oder wie ich unsere Freundschaft einschätze. Ich habe dich immer als besten Freund bezeichnet, seitdem wir so lange jetzt zusammen sind und quatschen über alles. Und ja. Gerade das Thema Luna, weißt du, das war mir immer sehr wichtig. Ja, und wenn ich mit dir darüber geredet habe, habe ich auch meistens, ich weiß nicht, wie oft ich es gesagt habe, aber ich habe es mehr als einmal gesagt, dass das immer unter uns bleiben sollte. Immer. Dass ich dir das im Vertrauen sage, was ich mit dir bequatsche. Und dass du dann nicht alles, aber gewisse Teile halt ihr weitererzählst, ja, und dann vor allen Dingen in den Ton ihr noch Vorwürfe machst, das war halt überhaupt nicht cool, ja. Dann, das war ja dann, wo wir hier das Gespräch hatten, ja. Vorwürfe, was meinst du im Vorwürfe? Ja, sie hat mir die SMS, sie hat ja selber die SMS hier vorgelesen, die du ihr geschrieben hast. Das mit dem Band oder was meinst du? Nein. Ja, das nein. Hätte ich... Jedenfalls, um zum Punkt zu kommen, ich will das nicht hier in die ewige Länge ziehen. Das hätte man alles bequatschen können, okay, hast einen Fehler gemacht, scheiße, okay. Aber... Das VNet-Post, was du gemacht hast und dann gelöscht hast, ich habe es ja gesehen. Mhm. Ja. Das war halt unter aller Sau. Das war halt so, da habe ich gesehen, wie du wirklich tickst, wie du denkst und mich da beleidigst. Du hättest auch meinen Namen reinschreiben können. Ich wusste, dass es an mich gerichtet war. Und das war generell an alle, aber... Ne? Ja. Aber ja, es war halt nicht gerichtet, das stimmt. Du hast vorwiegend, so wie ich den Text gelesen habe, war das auf Luna an mich bezogen, eher aber auf mich als auf Luna. Ja? Mhm. Und mich dann zu beleidigen da drinnen. Ja. Du hast sie geschrieben, alles Otzen außer Mutti. Ja. Du, ich habe mich da reingesteigert. Das war nicht gut, dass ich mich da in den Wald zurückgezogen habe. Man hat da zwar Gedanken... Man hat Zeit für Gedanken, aber man hat leider auch Zeit für Scheißgedanken. Ich habe mich die ganze Zeit, ich habe mich in meine Wut reingesteigert und das war nicht richtig. Ich habe am Wasser gestanden, habe da geangelt und habe gedacht, ey, wollen die mich zum Sündenbock machen, obwohl die Beziehung doch eh schon im Prinzip auseinander war und im Endeffekt hat das ja in der Situation, ihr habt euch da selber reingesteigert. Ihr habt euch alle an diesem scheiß Smiley hochgezogen, an dieser einen Nachricht, da eskalierte alles. Moment, und ich habe mich da nicht angezogen, das war Luna. Naja, aber
Ja, aber Luna hat dich denn damit reingezogen und dies, im Prinzip war das einfach nur ein blöder Scherz irgendwie. Ich wusste, weißt du, und dann habe ich gedacht, so, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wollt auch gar nicht richtig kommunizieren. Weder untereinander noch mit mir. Es wird zwischen den Zeilen was gelesen, was ich überhaupt nicht geschrieben habe. Es wird aber das, was ich geschrieben habe, wird teilweise ignoriert oder missgedeutet. Ja, es, klar. Es ist mir einfach zu... Klar, ja, ganz genau. Kurz. Und deswegen schreibe ich da nichts mehr du zu. Du hast geschrieben. Was? Du hättest auch einfach anrufen können und das bereden können. So wie wir es jetzt machen, wo man über alles reden kann, ja. Verstehst du? Das hättest du gleich machen können. Und ich habe nur da oben gesagt, pass auf, ich melde mich bei dir, wir reden darüber, nicht wir schreiben darüber oder irgendwas anderes. Ja. Und dann bist du losgegangen und warst trollig und hast gebockt und hast so einen scheiß Wienet-Post gemacht, anstatt mit mir zu reden. Ja, weil ich das nicht mehr einsehe, dass ich jetzt hier plötzlich irgendwie wohl derjenige bin, der euch auseinandergebracht hat oder sowas. Das war vorher schon auseinander. Und nee, das lag natürlich. An deinen Aktionen, die du geschoben hast, ja, nicht an mir. Ne? Deine Sachen haben dazu geführt, dass du uns auseinandergebracht hast. Das stimmt doch gar nicht. Was lügst du jetzt hier? Ich habe dir nie vorgeworfen, dass du schuld bist, dass wir auseinander sind. Was ist das für ein Bullshit? Nee, aber so kam das den Abend rüber. Ja, ich weiß nicht, was du in die Ohren hast. Hättest ja auch den Abend noch mit mir reden können im Prinzip. So, dieses, an den Abend konnte ich mit dir nicht mehr reden. Ja. Und man muss nicht alles immer sofort nach 2 Minuten klären. Ich hatte da auch noch andere Sachen im Kopf. Ja, richtig. Und ich habe deswegen ja, genau, konnte ich mit dir darüber nicht reden. Ich wollte dich, ich habe dir sogar noch geschrieben, dass wir darüber noch reden am nächsten Tag. Ja, und richtig, dann hast du nicht mal geantwortet. Richtig. Da habe ich geantwortet, geschrieben, ich muss erstmal Kopf frei kriegen. Geh mich zurück, muss dann Gedanken sortieren, habe ich geschrieben, ich melde mich dann. Moment, ich guck mal. Du warst sogar im Flugmodus anscheinend, weil du bist nicht ans Telefon gegangen. Ich habe dich nämlich sogar probiert anzurufen. Richtig, ja. Ja. Das stimmt, das habe ich gesehen, ja. Dann hast du nur zurückgeschrieben, wieder geschrieben, anstatt mich mal anzurufen. So, ich wollte mit niemandem mehr reden. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich wollte mir die Zeit nehmen, das mal alles für mich zu reflektieren, was da eigentlich alles passiert ist. Und dann hast du reflektiert, einfach so einen Wienet-Post reinzusetzen. Ich habe reflektiert, dass ich mich da ausgenutzt fühle. Tut mir leid. Das ist immer nur so wie es euch passt im Prinzip. Ne? Wenn alles, hätte ich nicht das erste Mal, als du sie da besoffen stehen gelassen hast, hätte ich mich da nicht eingemischt, wäre das mit euch da zu dem Zeitpunkt garantiert schon zu Ende gewesen. Ja, mag sein. Ist ja egal. Ist ja meine ja, Sache. Siehste. Ja, da war es dann aber recht, dass ich zwischen euch interveniert habe und sie im Prinzip beschwichtigt habe und dich im Prinzip irgendwie dir zugehört habe und dir gute Ratschläge gegeben habe und im Prinzip auch gesagt habe, muss ich mal in ihre Situation versetzen. Ne, da habe ich dir auch erzählt, was sie mir am Telefon erzählt hat, beziehungsweise was sie mir geschrieben hat zwischendurch. Ja. Ne? So, und genauso habe ich das bei ihr auch gemacht, damit ihr wieder zueinander findet. Und so, deswegen da die SMS an sie, weißt dass du verliebt in sie warst und alles? Das hat einen ganz anderen Hintergrund für mich jetzt, verstehst du das? Ach, die hat sie vorgelesen, oder was? Natürlich hat sie mir das vorgelesen. Ja, großartig. Ja, verstehst du meine Intention jetzt hier? Warum ich so denke und rede? Wenn ich weiß, was du für sie gefühlt hast oder vielleicht sogar noch fühlst? Ich fühle, das ist für mich abgehakt jetzt, das Thema. Ja, na klar. Deswegen habe ich ihr das ja geschrieben. Ja. Und ich weiß nicht, was du unter einer guten Freundschaft verstehst. Aber eine gute Freundschaft besteht halt auch darin, einen anderen zuzuhören, den zu unterstützen. Und wenn dir das nicht gefällt oder nicht gepasst hat, warum sagst du das dann nicht? Dann hätte ich mich da an jemand anders gewendet. Dann wären wir einfach nur coole Freunde. Ich habe euch doch unterstützt. Ja, natürlich. Ich habe euch doch trotzdem unterstützt. Aber das hältst du mir ja jetzt vor. Wie, das halte ich dir vor? Ja, du hältst mir doch vor. Du sagst doch, ja, da habe ich da dir vor, und das war alles scheiße. Ich halte dir vor, dass jetzt, wo es dann irgendwie mal nicht so rund ausgegangen ist, wie es sonst war, dass ich dann im Prinzip mir jetzt von dir anhören darf, hier, da müssen wir auch nochmal reden, du hast Sachen rausgegeben, die sie nicht hätte wissen dürfen. Das habe ich vorher genauso gemacht und da hat es immer irgendwie geholfen, dass ihr wieder zueinander gefunden habt. Ich habe auch nicht anderen Leuten davon erzählt, irgendwie, was zwischen euch da abgeht. Wenn du mir in einem Satz gesagt hast, das bleibt definitiv unter uns, alles, was darauf folgte, habe ich
auch niemandem weitererzählt. Aber da das ja die ganze Zeit immer ich zwischen euch stand, weil ich euch beide mag, es ist halt so, ich mag dich trotzdem, scheiße, aber ich war halt da drin gefangen. Vielleicht hast du einfach nicht zugehört. Wenn ich dir sage, diese Sachen soll Luna nicht erfahren, du sollst es nicht weitererzählen und du es trotzdem machst, dann hast du mir einfach nicht zugehört. Und wenn Luna dir Sachen erzählt und du erzählst es mir weiter, dann ist das was ganz anderes. Weil ich weiß nicht, inwieweit Luna dir gesagt hat, dass du das nicht weitererzählen sollst. Aber wenn ich dir explizit sage, sie soll das nicht erfahren, was wir hier reden, und du erzählst es trotzdem teilweise, dann ist das für mich einfach ein Vertrauensbruch. Wenn du mir was erzählst über irgendwelche Sachen und du sagst mir, erzähl das bitte kein weiter, dann mache ich das auch nicht. Weil das gehört doch dazu, wenn wir gute Freunde sind. Deswegen erzähle ich dir das ja auch, damit es eben keiner dann erfährt. Und wenn du das nicht wolltest oder dir das unangenehm ist, dann hättest du mir das einfach sagen müssen. Dann hätten wir das Thema überhaupt nicht mehr diskutiert. Aber ich dachte, du bist halt ein guter Freund und du willst es auch wissen und wie es bei mir ist und so weiter. Ja, im Prinzip wollte ich das auch. Ich wollte auch nicht, dass du abhaust. Ich wollte nicht, dass du ausreißt. Ich meine, wir haben uns so gut verstanden. Wir haben so eine schöne Zeit zusammen gehabt, verstehst du? Und dann kommt diese Sache dazwischen. Und wie gesagt, ich hätte das alles wäre noch cool gewesen und wir hätten uns darüber richtig gut unterhalten können, aber dann kam dieser VNet-Post und das war extrem schlimm, wo ich das gelesen habe. Ja, das war eine Scheißaktion. Das gebe ich zu. Das war nicht gut. Tut mir leid. Das ist auch nicht, was mit mir los ist momentan. Ich bin total durcheinander. Ja. Aber irgendwie nicht. Ich verstehe es auch, weil Kalea jetzt so selten aufsteht und das ist schon alles schwierig, halt, das weiß ich, klar. Aber nichtsdestotrotz waren wir ja Freunde, beste Freunde. Ich war halt die ganze Zeit immer. Und wenn du Probleme mit Kalea gehabt hast, in irgendeiner Art und Weise, ich bin ja auch immer für dich da gewesen. Und ich wäre auch für dich da gewesen, verstehst du? Und ich hätte, also ehrlich, mir wäre so ein VNet-Post nicht mal eingefallen, sowas zu schreiben. Egal, was ich vielleicht verbockt hätte oder sowas. Da muss eine Freundschaft drüberstehen einfach. Und da gibt es auch Probleme, immer. Und es gibt in jeder Beziehung, ob es zwischen Männern und Frauen ist oder ob es zwischen Männern ist oder ob es nur zwischen Frauen ist, egal in welcher Beziehung man steht, es gibt immer mal irgendwelche Probleme, wo man drüber reden muss. Und reden ist halt einfach immer das Beste und nicht SMS schreiben. Ja, das manchmal stimmt. Geht das habe ich jetzt auch. Ja, aber wir hätten ja reden können. Du hast nur nicht gewartet. Ich konnte den Abend nicht mit dir reden, weil Luna an den Abend weggegangen ist. Und ich dachte, es ist wirklich alles vorbei. Ich bin dann einfach nur ins Haus reingegangen. Ich wollte mit Minchen nicht reden oder mit Terry. Ich wollte mit niemandem einfach mehr reden. Ich habe mich dann einfach vors Bett gelegt und habe geschlafen, weil ich konnte das nicht mehr. Verstehst du? Und deswegen wollte ich das abends nicht mehr mit dir klären. Ich habe dich ja gesagt, wir reden darüber nächsten Tag. Und das hätten wir ja gemacht. Du hättest einfach nur einen Tag warten müssen. Gut, okay, ja. Das klang halt so vorwurfsvoll, dass ich da rausgehört. Aber gesagt, da habe ich mich gedanklich reingesteigert. Ich hätte das Gespräch mit dir abwarten sollen. Ich habe mich stattdessen habe ich mich in den Wald zurückgezogen und habe da angefangen, irgendwie mein Gedankenkarussell zu starten und habe mich da immer weiter reingesteigert, dass du mir im Prinzip Vorwürfe machen würdest und mir die Freundschaft kündigen willst und dies und das und jenes. Und ich habe da, wie gesagt, alles, was ich da im Wald gemacht habe, ich bin zu mancher Erkenntnis gekommen, aber ich glaube, ich habe da mich auch sehr viel in Sachen reingesteigert, die einfach scheiße waren, weil ich mich im Endeffekt das alles auf Vermutung aufgebaut war, alles auf ich mich immer mehr in so eine Hassspirale reingedreht habe, weißt du? Ja. Deswegen ist dieses Posting passiert, deswegen ist wahrscheinlich auch, die SMS an Luna, ich wollte damit einfach abschließen dann auch. Ich habe mich mit ihr den Abend hier eigentlich ausgesprochen, habe gedacht, das war auch nicht fair, weil im Endeffekt, meine Intention nicht immer ehrlich war, das stimmt. Also ich wollte halt einfach, dass es ihr gut geht. Ich wollte im Prinzip, dass ihr beide zusammenkommt. Ich wusste, wie glücklich du das machst. Und im Endeffekt war mir von vornherein klar, ab dem Zeitpunkt, wo ihr zusammen wart, habe ich sowieso keine Chance mehr gehabt. Und ich wollte es irgendwie auch nie, ich habe es ja nie ausgenutzt, wenn ihr mal Stress hattet, dass ich mal dazwischen gegangen bin und gesagt habe, ja, schieß ihn doch in den Wind oder sowas. Das wollte ich dir auch nicht antun. Mhm. Ich war halt einfach nur, ich kann das komplett verstehen, warum du sie so liebst. Für mich war das halt auch so ein Schlag ins Gesicht, wo ich die SMS gelesen habe, die du ihr geschrieben hast, verstehst du? Weil ich wusste das ja alles nicht. Du hättest mit mir da auch reden können darüber. Dafür sind wir doch Freunde. Du hättest mir das auch anvertrauen können, aber du schreibst es in so einen ungünstigen Zeitpunkt zu ihr, wo eh schon die Scheiße am Dampfen war.
Und Luna erzählt mir halt alles. Ja. Das war eigentlich auch nur für ihre Augen oder Ohren oder wie auch immer bestimmt. Aber wie gesagt, ich habe es ja nun gehört, sie hat es mir ja vorgelesen. Von daher war das halt auch für mich so eine andere Sichtweise auf die ganze Sache, weißt du? Kann ich nachvollziehen, ja. Wenn ich das gewusst hätte und wir sind auseinandergegangen, wenn du mir das alles vorher erzählt hättest und wir wären auseinandergegangen und du wärst mit ihr zusammengekommen, dann wäre das für mich komplett fein gewesen. Weil ich weiß, dass du ein guter Kerl bist. Da wäre ich auch nie irgendwie böse gewesen darauf. Dann wäre das okay gewesen, wenn das so ist. Verstehst du? Aber das so zu erfahren, das war halt schwierig. Das wäre auch nie passiert. So ein halbes Liebesgeständnis, nachdem die ganze Schose hier abgelaufen ist, weißt du, das war halt schwierig. Hm. Und ich habe mir da auch viele Gedanken darüber gemacht. Ja, eine Zeit lang habe ich wirklich gedacht, ich will dich nie wiedersehen, ich will mit dir nie wieder Kontakt haben. Du bist für mich einfach nicht mehr existent. Diese Gedanken hatte ich auch tatsächlich, ja. Aber du bist halt Klaas, du bist halt auch mein Freund. Immer noch. Ich bin halt ein Vollidiot. Es ist leider so. Du bist kein Vollidiot. Doch, in manchen Situationen verhalte ich mich extrem naiv und dämlich halt, und im Nachhinein frage ich mich auch immer, wie ich immer zu so eine Scheiße komme irgendwie. Weiß ich auch nicht. Das ist so. Vielleicht bist du zu lange im Wald alleine unterwegs. Vielleicht brauchst du auch. Das hat mir nicht gut getan. Ja, das stimmt. Gerade in dieser Situation jetzt, wenn wir Stress haben, verstehst du, dann brauchst du eine andere Bezugsperson, mit der du darüber reden kannst. Ja, richtig. Ich habe halt gestern mit Mietchen drüber geredet und die hat mir tatsächlich auch die Augen geöffnet, indem sie in dem Moment gesagt hat, Mensch, hör doch auf, wie Kinder zu sein und meine Güte, geht da vernünftig miteinander um und sieh zu, dass ihr wieder irgendwie da einigermaßen zusammenfindet. Und sie hat recht, ich will das ja. Mann, es kotzt mich so an, ehrlich, dieses ganze, meine Gefühlswelt, alles. Und es war auch Kalea nicht fair gegenüber. Ich muss da dringend mit ihr reden, wenn sie wiederkommt. Ja, musst du auf jeden Fall. Ich muss ihr das gestehen. Oder dass ich da. Es ist nicht so, dass ich das, was ich. Ich liebe Kalea, wirklich, ohne Scheiß. Das ist. Ich weiß nicht, ob das so geht, dass man. Ich liebe Kalea wahrscheinlich auch mehr, als ich Gefühle für Luna hatte. Es ist halt so. Luna war irgendwie so. Luna ist eine andere Art von Person und. Luna ist einfach so ein herzensguter Mensch und ich habe mit ihr immer so gute Zeiten gehabt. Und das Problem war, glaube ich, auch, dass ich zwischendurch immer so Nachrichten von ihr gekriegt habe, wo ich mir dann Hoffnung gemacht habe. Das hat sie wahrscheinlich so gar nicht gemeint. Ne, mit einem netten Smiley mal hier und da. Und dass sie auch immer, wenn es Stress gab, sich auch an mich gewandt hat, da habe ich halt gemerkt, ich bin ihr irgendwie wichtig. Ja. Ne? Ich weiß genau, was du meinst. Dieses. Auch vielleicht hat sie mich mehr wie so eine Vaterfigur oder sowas gesehen. Ich weiß es nicht genau. Nee, das eher nicht. Nee. Aber ich glaube wirklich, das ist das Problem, wenn du mit Luna schreibst. Das ist ja bei mir genauso gewesen. Oder wenn du mit ihr redest. Sie ist halt zu jedem nett, zu allen nett, egal zu wem sie redet oder so. Und ich habe das ja selbst auch, wo wir hier die Aussprache hatten, vorher falsch interpretiert, wo ich gedacht habe, ja okay, sie will vielleicht doch noch was. Gell? Oder ich habe das ja komplett auch falsch analysiert. Gell? Und deswegen verstehe ich das bei dir genauso. Dass es dir genauso ging, ist ja klar. Ich habe die ganze Zeit immer probiert, im Prinzip mich von dem Gedanken zu verabschieden, weil ich wusste, dass sie mit dir glücklich ist. Ne? Mhm. Das hat sie ja ganz klar irgendwie, und du auch mit ihr super glücklich. Und mir war klar, wie wichtig sie dir ist. Und irgendwie wollte ich mich die ganze Zeit davon verabschieden. Und immer kam wieder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dir den jemals vorgelesen habe, den Brief, den sie mir zum Geburtstag geschrieben hatte als Geschenk, weil sie sonst nicht wusste. Da waren halt auch so viele liebe Worte drin. So, das war so ein intimer Brief sozusagen, kann man bald sagen. Es war nichts da drin, dass sie mir geschrieben hat hier, aber sie schrieb so irgendwie, ich gehöre zu ihrer Familie und ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Das ist nicht mein Mikro, das ist dein Mikro. Und das war halt so, ich habe mich halt so geschmeichelt gefühlt da von ihr, weißt du, dass ich Probleme gedacht habe. Mit dem Mikro. Keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe. Das war einfach völliger Bockmist. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich so, sie ist so ein bisschen Kryptonit für mich. Weißt du, dieses so eigentlich abschalten. Ja. Also dieses Eingestehen, dass das nie was wird und dass sie im Prinzip mit dir glücklich ist und trotzdem irgendwie jedes Mal, wenn ich gesehen habe, hat irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich gut gefühlt. Ich glaube, das ist das, was. Das kannst du, glaube ich, nachvollziehen. Natürlich, ja.
Den Brief hat sie mir tatsächlich nicht vorgelesen. Sie wollte ihn mir vorlesen, aber ich habe gesagt, nee, das ist euer Privatsache. Und das muss ich nicht wissen. Wenn sie dir einen privaten Brief schreibt, warum soll sie mir das vorlesen? Ja, der war ja für dich für den Geburtstag gedacht und deswegen wollte ich das gar nicht hören. Ja, und das ist eure Sache, das ist euer Brief gewesen, das will ich auch jetzt nicht wissen. Okay. Von daher alles okay. Und egal, was da drin steht, ja, das ist euer Privatbrief. Ich habe geweint, als ich den gelesen habe. So emotional hat er mich ergriffen, ne? Naja. Ja. Okay, Klaas. Also, es ist jetzt viel vorgefallen. Wir haben jetzt darüber geredet. Wir haben unsere Sichtweisen ausgetauscht. Ich sehe dich immer noch als mein Freund. Ich kann das nicht abschließen. Ich habe Bock auf Stress mit dir überhaupt nicht. Ja. Verdammte Scheiße. Ich krieg das alles nicht. Ich habe das nicht gewechselt. Ich habe gedacht, indem ich ihr das jetzt schreibe, das ist für mich, war das so ein. Ich will ja auch gar nicht den Kontakt zu ihr irgendwie verlieren, aber es war für mich einfach mal wichtig zu sagen, pass auf, ich sehe dich jetzt mit anderen Augen, dass ich bin nicht mehr, ich will dieses Emotionale zu dir, das muss unterbunden werden. Ich muss meine Energie jetzt in Kalea, verstehst du, meine ganze Liebe Kalea schenken. Und ja. Mach das. Ich muss diese emotionale Ebene zu ihr halt einfach eventuell. Ja, das ist mir halt im Wald auch klar geworden. Das war eigentlich eine gute Erkenntnis für mich. Ja. Dass ich es dann wieder so kacke umgesetzt habe, war wieder eine andere Geschichte. Das ist dann wieder typisch mein Fettnäpfchen-Syndrom, oder wie ich das nennen soll. Ja, ich weiß nicht, inwieweit du mit Luna dich noch aussprechen kannst oder willst oder ob sie das noch will. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir zu einem hohen Prozentsatz morgen wegfliegen. Spätestens morgen Abend. Wenn sich nicht irgendwas noch dazwischen schiebt oder ändert. Weil wir waren gestern oben bei München. Da war Terry dabei, da war Luna dabei, da war München dabei und ich. Und Josef kam dann später noch dazu. Ja. Und wir haben halt beschlossen, weil gestern hat die Stadt gebrannt hier, es war extrem viel los. Luna war komplett am Boden, aber richtig komplett, weil die hat ja gestern, hast du ja bestimmt im Wien nicht gesehen, die hat ja Ricky geheiratet. Ich hab gelesen. Ja, das hat mich, ja, okay. Ja, und ja. Ich war ja kurz vorher sogar noch bei Luna, wo sie wohnt. Und dann hat sie einen Anruf von Ricky bekommen und was da genau am Telefon passiert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann gefahren, weil ich wollte nicht dabei sein, wenn sie mit Ricky da dort irgendwas zu bequatschen hat, bin ich weggefahren. Bin ja mit ihrem Auto unterwegs gewesen. Und auf jeden Fall hat sie mich dann irgendwann angerufen. Ich habe dann das VNet-Post gesehen, dass sie geheiratet haben. Es hat ja alles ein Stück gedauert. Und irgendwann kam ein Anruf, ob ich vorbeikommen kann. Sie war total aufgelöst am Telefon, hat geweint ohne Ende. So habe ich sie noch nie erlebt. Ja. Wirklich noch nie. Ja. Und ich habe alles stehen und liegen lassen, bin sofort losgefahren, weil sie mich gebraucht hat und bin ich hingefahren, weil sie gesagt hat, es ist kein MD erreichbar, Ricky hat Alonso niedergeschossen. Und Alonso ist ja der Verlobte von Ricky gewesen. Und ich weiß nicht genau, was da passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich da hingekommen, Alonso lag am Boden, hat geblutet, ohne Ende. Ja. Sie hat die Erstversorgung gemacht, weil sie ja die Ausbildung hat dafür, aber sie konnte ihnen halt ohne medizinische Geräte und so sie ja nicht helfen. Und da gestern die ganze Stadt gebrannt hatte, hat es auch wahrscheinlich etwas gedauert, bis ein RTW kam. Die kamen dann und sie ist dann mitgefahren mit den RTW. Und die sind nach Sandy Shores hochgefahren, weil unten ist MD, das Eclipse war schon zu. Die ganzen Medics, die haben gesagt, die machen keine Arbeit mehr. Viele sind außer Dienst gegangen. Ich glaube, es war nur eine im Dienst zu der Zeit. Und die war die ganze Zeit im Urlaub, wie ich gehört habe. Und die ist halt gestern wohl das erste Mal wieder da gewesen, wollte halt richtig loslegen, ja. Und, und Luna ist halt mit Alfonso mitgefahren. Die sind hoch nach Sandy Shores gefahren. Und sie hat gesagt, sie meldet sich dann. Und das hat sie dann irgendwann nach längerer Zeit gemacht. Und da hat sie mich dann angerufen und hat wieder geweint. Da ist Alonso ist praktisch im Koma. Und dann kam der nächste Fall rein. Da kam Asimov rein. Asimov ist unter ihren Händen bei der OP gestorben. Oder bei der Behandlung. Ach du Scheiße. Und dann hat sie noch einen Anruf gekriegt von Ricky. Ricky wurde angeschossen, die liegt irgendwo auf der Brücke, da musste sie auch noch hinfahren, die hat sie dann auch noch. Und die war komplett gebrannt gestern.
Die war ja total fertig. So habe ich sie noch nie erlebt. Noch nie. Und, ja, und Terry und ich, wir haben sie gesucht, weil wir haben, ich habe erst gedacht, sie sind Sandy-Shows noch oben, aber sie war dann schon wieder unten im MD. Und Terry hat sie als erste, weil wir waren ja in Sandy-Shows, hat ein bisschen länger gedauert, bis wir da unten waren. Und wo ich nachher im Krankenhaus drin war, habe ich nur gesehen, wie Ricky gerade eingeschlafen ist auf dem Bett. Also sie lebt, sie hat es überlebt, aber sie ist dann halt eingeschlafen. Und dann habe ich dann halt Luna genommen und wir sind dann erstmal weggefahren. Wir sind dann zu München gefahren. Deswegen waren wir dann bei München die ganze Zeit, weil sie ist dann außer Dienst gegangen. Okay. Terry hat sie einen kleinen Anschiss gegeben, dass sie das nicht machen soll, wenn sie emotional so kaputt schon ist und immer weiter Dienst macht. Das geht halt nicht. Ja. Und dann sind wir halt hierher gefahren. Das war eine Zeit lang sehr schwierig, weil du kennst ja Luna. Und sie hat sich für alles wieder Vorwürfe gegeben. Sie hat gesagt, sie ist schuld, dass Alfonso im Koma liegt. Mm. Weil sie halt mit Ricky jetzt verheiratet ist, gell? Weil Alfonso, wie gesagt, der Verlobte war. Sie hat sich, also die Schuld von Asimov, da gibt sie sich nicht so die Schuld, weil da konnte sie nichts mehr machen, gell? Ja. Sie hat gesagt, wo sie ankam, da war schon abzusehen, dass er stirbt, gell? Und das mit Ricky, dass sie dann angeschossen wird, ist, sie gibt halt sich immer wieder selbst die Schuld für alles, aber für wirklich alles. Und das ist halt. Das war wahrscheinlich Rickys eigene Schuld, ne? Also, das Ricky wird wahrscheinlich irgendwie. Ricky hat Alfonso umgeschossen, nicht. Ja, und das, Luna. Und dass sie angeschossen wurde, war wahrscheinlich dann im Prinzip die Antwort darauf. Das ist egal jetzt erstmal, gell? Aber geschossen hat halt Ricky und nicht Luna. Also ist Ricky schuld an der ganzen Schose, gell? Und es war halt so schwierig, ihr das zu erklären. Und ich habe es probiert, immer wieder. Und irgendwann habe ich dann praktisch fast aufgegeben gehabt. Ich wusste nicht, wie ich ihr das irgendwie erklären kann, dass es nicht ihre Schuld ist, weil sie es immer wieder gesagt hat, es ist ihre Schuld. Und dann kam halt Gott sei Dank noch Terry. Terry hat dann auch nochmal mit ihr geredet. München war noch da. Und letztendlich also ist nicht mein Verdienst gewesen. Ich glaube eher, das war Terry und München, die sie da richtig nochmal wieder hochgeholt haben und ein bisschen auf andere Gedanken gebracht haben. Und dann ist der Abend viel entspannter geworden. Sie war viel lockerer. Sie hat dann auch mal eine Kleinigkeit getrunken gehabt und so, gell. Aber ist ja egal, solange sie das hilft, gell, ist es ja okay, gell. Ja, manchmal braucht man das einfach, ja. Und dann war das gestern Abend noch ein schöner Abend geworden. Wir haben noch Spaß gehabt. Wir haben zusammen im Pool geplanscht. Wir haben schön geredet. Dann kam halt, wie gesagt, noch Josef, gell. Und dann hatte ich halt auch noch mit Terry ein Gespräch, weil die hatten halt den Plan, dass die morgen ausreisen zusammen und Terry und so, und die wollten alle, dass ich auch mitfliege, und ich hatte halt Bedenken, muss ich dir ehrlich sagen, ob ich da wirklich mit in diesen Flieger reinsteige mit denen zusammen, weil eben Ricky verheiratet ist mit Luna und ich weiß nicht, ob ich das mitmachen wollte, und ich will auch nicht die ganze Zeit das fünfte Rad am Wagen sein, weißt du? Ich habe halt dann auch Terry in einer relativ kurzen Form mal so die ganze Chose mit mir und Luna erklärt, gell, wie das so war bei uns alles, weil Terry kenne ich ja jetzt auch noch nicht so lange und so gut, gell. Wobei es ein sehr guter Freund geworden ist in letzter Zeit, also wirklich. Und er hat halt gesagt, nee, warum, gell, warum fliegt er einfach mit, gell, selbst wenn Luna jetzt nichts von dir wissen will, gell. Vielleicht ändert sich das ja mal und vielleicht ist Ricky auch nicht mehr irgendwann aktuell, dass sie sich vielleicht auch mal trennen oder sowas, gell? Und da bist du immer noch für Luna da. Und das hat mir dann so den Umschwung gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich fliege doch mit, gell? Und dann hatte ich halt mit Luna auch nochmal ein Gespräch, ein schönes, da war dann auch teilweise München mit dabei. Und da habe ich gemerkt, wie sie geredet hat, dass sie mich immer noch liebt. Und das ist doch schön. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass ich mitfliegen kann. Und ich gehe ja fein damit mit Ricky, gell? Das wusste ich ja von Anfang an, gell? Mit Ricky und Luna. Und das war mir klar, sobald irgendwann mal sowas kommt wie Hochzeit oder so, dann machen die beide das. Das wusste ich von Anfang an. Das war mir völlig fein. Das hat mich ja sogar mal thematisiert, Luna und ich, gell? Wie ich dazu stehe. Okay, und deswegen war das kein Problem für mich. Aber ich wusste halt nicht, wie sie mir gegenüber noch fühlt, weißt du? Das war halt unschlüssig, weil sie immer so abgeblockt hat und nee, da ist nichts mehr. Selbst hier, weißt du, noch auf der Terrasse, wo wir saßen, gell? Wo sie mir den Nackenschlag gegeben hat, gell? Und gestern war es halt komplett anders. Gestern war sie wieder ganz anders. Sie hat wieder schöne Haare jetzt. Sie hat nicht mehr diese dunklen Zopf da, was sie hatte, diese lila und keine Ahnung, was da drin war. Ja, hab ich schon gesehen, ja. Jetzt hat sie wieder blonde Haare. Sie irgendwann nochmal am MD gesehen, genau. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir zusammen wegfliegen und wenn wir zusammen wiederkommen. Weil sie wusste auch nicht, ob Ricky überhaupt mitfliegt. Ja, das wollte sie wohl noch abklären, ob sie überhaupt mitfliegen will.
und sie glaubt es halt nicht, dass sie mitfliegt. Und ja, so ist halt das noch abgelaufen, ja, gestern Abend. Also von daher, bei mir ist es jetzt zurzeit super und ich hatte halt dieses eine Ding noch in meinem Kopf, dass ich mit dir unbedingt noch sprechen wollte. Weil ich will mit dir nicht im Krieg auseinandergehen. Ich möchte mit dir auch nicht auseinandergehen. Ich freue mich ehrlich, ich freue mich wirklich für dich. Es ist jetzt nicht gelogen, das ist wirklich die Wahrheit. Ich freue mich für dich, wenn das irgendwie wieder zwischen euch klappen würde. Das ist ehrlich. Ja was anderes. Jetzt geht es noch um uns. Ja, aber das ist. Und das ist mir so ja, wichtig, dass, trotzdem, dass wir das klären, wir zwei. Dass wir. Ich möchte nicht im Krieg auseinandergehen. Das will ich auch nicht, Klaas. Das will ich auch nicht. Mann, so eine Scheiße. Ich will, dass wir Freunde bleiben. Vielleicht wird es nicht mehr so wie früher. Aber. Ja, du wirst mir wahrscheinlich einfach nicht mehr irgendwelche Sachen anvertrauen, die für dich wichtig sind. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber trotzdem möchte ich irgendwie, wenn wir uns mal wiedersehen, keine Ahnung, wo auch immer, wenn ihr wiederkommt, dann weiß ich nicht, einfach an deinen Rouladenstand kommen und mit dir wieder Scheiße labern, auf dem Sofa sitzen, weißt du? Ja, so. Das wäre schön. Das würde ich mir auch wünschen. Ja, auf jeden Fall. Es tut mir so leid, ehrlich. Ich bin so... Komm her, mein Guter. Mann, ey, verdammte Scheiße, Ronny, es tut mir so leid. Ist okay, komm. Wir machen alle Fehler. Und... Ist gut, komm. Das ist echt der wichtigste Freund, den ich hatte. Und ich war so unfair zu dir. Das... Wenn ich gewusst hätte, wie das alles so passiert und alles... Wir hätten viel eher reden können. Ich hab mich nicht getraut, dir das zu sagen, dass ich Luna auch toll finde, weil ich Angst hatte, dass das irgendwie zerbricht. Und ich habe gedacht, ich komme darüber weg. Und es kam halt immer wieder so hoch. Ich habe gedacht, ich war innerlich komplett zerrissen. Und ich konnte dir das auch nicht antun können, sie dir auszuspannen. Das hätte ich nie gemacht. Das weiß ich auch. Das weiß ich. Scheiße, Mann. Es war halt wirklich schwierig jetzt, die ganze Situation. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil mein Kopf ist auch explodiert mit so vielen Sachen und du bist mir halt wichtig und ich wusste nicht, wie ich dir das erklären soll. Und ja, ich habe es dir auch nicht leicht gemacht, was das angeht. Der Post war ein absoluter Bullshit-Move von mir. Ja. Ich schäme mich da so für, dass ich das gemacht habe. Ja, du musst dich nicht schämen, wir machen alle Fehler. Nein, das war einfach, das war ein persönlicher Angriff und den hast du gar nicht verdient. Mann, du bist so ein feiner Kerl. Die ganzen Probleme, die ich auf dich projiziert habe, sind im Prinzip Probleme, die in mir stattfinden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich muss mit mir doch mal klarkommen und das nicht auf dich abwälzen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe von Anfang an viel Scheiße gebaut. Ich hätte im Prinzip fairerweise zu dir sagen sollen, pass auf, ich würde da gerne mit dir drüber reden, aber ich kann das nicht, weil ich, weiß ich nicht, ne, so emotionale Bindung zu Luna habe oder wie auch immer. Ich wusste nicht, wie ich dir das erklären soll. Mhm. Und ich wollte ja eigentlich, dass ihr auch glücklich werdet. Oh, Mann. Ich konnte mal eben. Naja, gut. Ich denke auch, damals hätte ich dir das gar nicht so erklären sollen oder können, weil da waren wir auch noch nicht so gut befreundet. Die Freundschaft ist ja erst gewachsen dadurch, dass wir halt viel zusammen waren. Ja. Und da war ich ja schon mit Luna zusammen, teilweise, ja, also eine gewisse Zeit. Von daher, das verstehe ich schon, dass sie mir das nicht gleich gesagt hat, ist, ja, aber. Ja, irgendwann hätte ich es dir sagen müssen. Ich hätte einfach sagen müssen, ich kann nicht zwischen euch, ich kann da, lass mich da bitte raus, weil das geht irgendwann in die Hose. Genau, ja. Das ist es ja dann im Endeffekt auch. Jetzt ist es vorbei. Es ist passiert. Wir haben geredet. Ich glaube, wir haben das jetzt aus der Welt geschafft. Draus gelernt. Ja. Und ich biete dir immer noch meine Freundschaft an. Dankeschön. Das ist mir sehr wichtig. Weil
bevor ich jetzt wegfliege, wollte ich das unbedingt geklärt haben mit dir, weil, falls wir uns doch wiedersehen, ich weiß ja nicht, wie ich wiederkomme und wann ich wiederkomme, aber ja, wenn wir uns wiedersehen, dass da nicht dieses Brett noch dazwischen uns ist, weißt du? Ja. Und ja, von daher bist und bleibst mein Freund. Du auch. Wenn du mal was hast, dann bist der wichtigste Mensch, den ich hier hatte, nach Kalea natürlich, aber ja, das ist auch eine andere Basis. Männer, genau, das ist halt genau. Ja, normal. Ja. Danke, dass wir nochmal reden konnten. Ja, ich wollte ja unbedingt noch das Gespräch haben. Deswegen bin ich heute extra nochmal aufgestanden. Tatsächlich. Ja. Ja, aber. Okay, Klaas. Ronny. Dann wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß im Urlaub. Viel Glück, Erfolg. Und naja, vielleicht auch vorher nochmal. Wer weiß. Mal gucken. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du nächste Woche da bist. Ja, ich hoffe, dass Kalea endlich dass sie da wegkommt aus Schottland. Ne? Ich glaube, die Wetterumstände haben sich, glaube ich, mittlerweile verbessert. Okay. Bist du Montagabend da? Weißt du das? Wahrscheinlich schon, ja. Okay. Ja. Dann können wir auch nochmal telefonieren zur Not. Ja, weil da bin ich auch auf jeden Fall da am Tag. Okay. Und man weiß ja nicht, vielleicht verzögert sich der Flug auch nochmal ein, zwei Tage, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber geplant ist halt für Montag. Dann quatschen wir halt auch nochmal und können nochmal Abschied nehmen dann. Alles klar. Okay. Okay. Mhm. Gut, dann werde ich mich jetzt wieder hinlegen. Gut. Alles klar. Klaas, dann wünsche ich alles Gute mit Kalea auf jeden Fall. Ja, und rutsch gut rein. Dankeschön. Ja, ebenso. Na? Alles klar. Ja, mach's gut, mein Bester. Ich wünsche euch ein schön neues Jahr. Ja. Was rede ich denn? Einen guten Rutsch ins neue Jahr, also dass das neue Jahr viel Gutes und Positives bringt. Ja, hoffen wir das auch als Neuanfang irgendwie. Ja. Viele Scheiße, die ich gemacht habe, einfach reflektieren, nochmal die ganzen guten Momente, die ich erlebt habe, auch mit, natürlich auch mit dir, ganz viel mit dir, viel gelacht und so. Das werde ich alles mit ins neue Jahr nehmen und den ganzen Scheiß, den ich gemacht habe oder der ganze Scheiß, der passiert ist, das werde ich abhaken. Schmeißen und das weg, Beste draus machen und daraus lernen. Richtig. Ja. Richtig. Genau. Wir bauen uns eine neue Freundschaft wieder auf. Wir sind noch Freunde. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, wie das alles so abgelaufen ist, kann ich natürlich ganz anders damit umgehen und verstehst du, dann ist das was ganz anderes, als wenn das so im Raum stande, weißt du? Jetzt haben wir drüber gequatscht. Ja, da habe ich mich auch gar nicht gut mitgefühlt, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Ist wichtig, das für mich auch wichtig, dass das geklärt wurde. Ja. Okay. Und wenn du, wie gesagt, mit Luna irgendwas abklären willst, dann keine Ahnung. Ja, muss mal gucken. Die ist ja morgen auf jeden Fall auch da. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Dann komm mal vor, Klaas. Dann mach's mal gut. Alles klar. Mann, das ist schon eine geile Bude hier. Ja, nicht mehr lange. Bis morgen. Ja. Ja. Ich muss mal gucken, ich überlege, ob ich Kalea vielleicht einen Heiratsantrag mache. Seid ihr schon so weit, wenn sie wiederkommt? Naja, ich habe ja damals wir haben ein bisschen mal drüber gesprochen, ne? So ist es so. Ich habe ja dann damals, als hier meine ehemalige Chefin hier, die Victoria Noble, als sie geheiratet hat, habe ich ja den Dingensstrauß gefangen. Den Brautstrauß. Und irgendwie, deswegen hat sie sich ja den Abend noch so besoffen, weil es ein bisschen too much wurde. Dann haben wir danach darüber geredet, wie das aussieht. Und mal gucken, wie das unsere Zukunft so bringt hier. Mädchen wollte mich gestern auch mit Luna verheiraten. Ja. Okay. Aber ich habe gesagt, ich mache keinen Antrag. Okay. Das muss Luna machen. Ja, naja, wer weiß, vielleicht passiert ja zwischendurch, wenn ihr keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Das stimmt,
Wir lassen uns überraschen. Bin gespannt, wenn wir uns wieder sehen, was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Na klar, klar. Na. Was machst du jetzt noch? Ach, bis angeln? Ein bisschen rumfahren. Nee, angeln habe ich jetzt nur. Ich habe den ganzen Kühlschrank ganz so vielfach voll mit irgendwelchen Scheißfischen. Ich kann es nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Ne? Hab doch schön Durchfall schon von gekriegt, weil ich mich nur von Fisch ernährt habe. Mein Körper hat gesagt, naja, Junge, ey, zu viel Eiweiß, glaube ich. Ja. Bin dann einfach wieder in die Stadt gefahren, habe was Schönes, Ungesundes gegessen. Ne? Okay. Ja. Ja. Na gut. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, wir kippen noch ein. Ich habe auch noch was für dich. Okay. Okay. Alles klar. Okay, warte mal. Das ist die Idee. Oh Gott, dann kann ich doch gleich gar kein Auto mehr fahren. Ne? Muss ich zu Fuß nach Hause. Ich bin jetzt auch angetrunken, runtergefahren von München. Ich habe auch noch einen Streit gehabt. Okay. Ja. Okay, das war ziemlich betrunken gewesen. Ja, ich war ziemlich betrunken gestern Abend noch. Okay. Alles klar. Dann rein Prost. Damit. Prost. Junge, Junge, Junge. Oh. Na denn, oh Gott. Ja. Doch merke ich nichts. Kommt das später? Ich bin gespannt. Dann hau rein, leg dich wieder hin. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Ja, vielleicht macht was draus. Ja, oder hören wir uns ja nochmal morgen. Aber ja, oder wir hören jetzt vielleicht nochmal, genau. Ja. Ansonsten, ja, dir auch eine gute Zeit mit Kalea, ja, dass es alles bei euch gut geht. Gell? Ja. Wenn was ist, schreib halt eine SMS, okay? Ja, mache ich, alles klar. Also, mach's gut, mein Guter, ja. Okay, wir mach's gut. Ja, wir sehen uns. Bis denn. Ciao, mach's gut, ja. Bonnie. Ciao, ciao, du bist ein Klaas. Guter Mann. Du bist auch gut. Du bist auch ganz gut. Glaub mir. So, Freunde, das war's. Genau eine Stunde. 59 Minuten hat's gedauert. Gespräch ist durch. Emotional gewesen, tatsächlich. Ich denke, Klaas hat's auch richtig gefühlt jetzt, das Gespräch, gell? Ich glaube, der war voll drin. Ich weiß nicht, ob's bei ihm genauso emotional war, aber ich musste mich echt so zusammenreißen, gell? Wie er da erzählt hat und alles. Und oh, war schon krass. War cool. War ein gutes Gespräch. Und wir sind wieder fein. Gut, dann gehe ich jetzt wieder offline und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, meine Lieben. Feiert schön rein. Und ja, morgen gibt's wieder Stream. Morgen machen wir ja nochmal. Morgen ist wahrscheinlich dann die Ausreise. Mal gucken. Ja. Dann beende ich das mal hier. Und macht's gut, meine Lieben. Tschüss.